Finale an der Europameisterschaft in Frankreich und auch bei uns bei Rivalenschmaus. Wir sind auf dem Weg zum Shoppen und wir hoffen, dass wir wirklich ein finalwürdiges Rezept kreieren können. Los geht's! Wir haben eingekauft, unter anderem ein feines Bio-Rindsfilet. Und jetzt geht's ab in die Küche. Auf Rostschenkel und gestopfte Leber haben wir auch im Finale verzichtet. Mit dem herrlichen Rindfleisch machen wir jetzt ein Chateaubriand, und zwar ein portugiesisches Chateaubriand, weil wir machen dazu eine Portweinsauce. Und an dieser Stelle möchten wir uns noch ganz herzlich bei unserem grosszügigen Finalsponsor Dani bedanken. Danke vielmals für dein grosszügige We Make It Sponsoring. Und jetzt aber ab an die Säcke. Finale. Jetzt müsste man kommen. Was haben wir gelernt an dieser Ehe? Die coolsten Schlachtprüfe kommen von den Isländern. Wir machen jetzt französisch, portugiesische Portweinsauce. Rivalenschmaus gibt Portweinsauce. Können wir das schon ablöschen, Achtung. Es spritzt. Wie viel? Gut. Könnten wir eigentlich die Platte wechseln? Mhm. Und Gewürze fahren oder machen? Ich tue es nachher. Also ich finde das jetzt super gut. Nein, wir müssen nicht schmürzeln im Finale. Ich kann mir nie geschmürzeln. Aber ich würde sagen, da ist das dickste, oder? Soll ich von da oder von oben? Ich will von oben. Jetzt etwa anderthalb Stunden, bis wir die Kerntemperatur haben von etwa 55. Dann sollte es abgefahren sein. Meinst du, dass wir versuchen? Mhm. Darf ich etwas probieren? Mhm. Super. Machen wir genau so. Wir sind nicht ganz so viel und es ist ein bisschen aufwendiger. Aber es sind viel schöner. Sie müssen einfach so flockig wie die müssten sein. Mhm. Damit es schön durchkommt. Weil sonst hast du in der Mitte hast viel und die aussen verbrennen. Also ich habe das Gefühl, wenn wir es so machen, kommt es gut. Wie heissen die? Ganz dünne Pommes frites. Pommes Alimette. Die sind jetzt quasi noch die Verkleinerungsform von denen. Das finde ich cool. Komm. Ja, du machst dich echt schön. Das ist schön, was ich mir das vorgestellt habe. Ja. Dann nehme ich eine die Kartoffeln und verwurschle sie und schmeiße sie ins Fett. So, dann habe ich Kunst. Mega. Und Mausensauce. Schön oder gut? Ja, man weiß es nicht. Ich habe beschlossen, noch ein bisschen Kalbsfondue zu tun. Du bist mein Fondue. Jetzt hat es so richtig schön gekocht. Bin ich dir im Weg? Hoppla. Jetzt kochen wir auf die nächste Woche. Jetzt langweilig. Machen wir wieder. Nicht so viel, wie man könnte kochen. Jetzt müssen wir das noch rühren. Manchmal musst du es relativ schnell rühren lernen. Komm mal, Leute, und Action. Action, die letzte. Ja, du darfst lachen. Was ist denn das? Das
sind Käse. Und ich hätte schön auseinandergenommen, jetzt muss ich nicht aufessen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Der letzte Rivalenschmerz. Das wäre gut. Jetzt wird mir doch fast ein bisschen sentimental, findest du auch? Moment, ich bin gerade nicht. Hervorragend. Mhm. Aus denen haben wir ja ehrlich gesagt vorher schon genug probiert. Definitiv ein Gaumenschmerz. Ich muss nämlich eine Flasche. Das Fleisch ist wirklich, und die Soße ist fantastisch. Ich hoffe, ihr findet es auch finalwürdig. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die uns unterstützt haben auf WeMakeIt und möglich gemacht haben, dass wir Rivalenschmerz das ja so ausbauen können mit Video. Und auch allen, die uns zugeschaut haben, geliked haben, kommentiert haben, Fragen gestellt haben. Es hat riesen Spass gemacht. Ich hoffe, es gibt ein anderes Mal. Das wäre es jetzt aber vorerst mal von Rivalenschmerz. Viel Spass mit unseren Rezepten, die bleiben natürlich online. Und heute Abend sicher noch viel Spass mit dem Finale der Europameisterschaft. Und ja. Schreibt uns doch, wie ihr es gefunden habt, das Projekt. Ob es euch gefallen hat, hat etwas gefehlt. Und man sieht sich immer zweimal. Also bis zum nächsten Mal.